Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Broken Age Akt 2. Und wir schauen uns hier erstmal mit Shay ein wenig um. Endlich ist er in der Freiheit und sein ganzes Weltbild ist jetzt quasi zerstört, weil er dachte ja, er wäre noch der einzige lebende Mensch an Bord eines Raumschiffs. Tja, da hat er sich wohl ein wenig getäuscht, beziehungsweise er wurde getäuscht, sagen wir mal lieber so. Echte Möwen, nicht aus Garn. Seid gegrüßt, ich bin Shay von Loruna. Seltsam. Wenn ich nicht durchs Weltall gereist bin, warum sprichst du dann in der Sprache eines Außerirdischen? Deinen Kleidern nach zu urteilen, bist du wohl der Anführer dieses Ortes? Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss meinen Eltern helfen. Oh, oh scheiße, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was da gewesen war. Hatte der eine Pfeife verschluckt? Netter Bauplan. Ich frage mich, ob sie gefährlich sind. Ich glaube nicht. Sieht doch ganz nett aus. Obwohl, sie hat da sowas Rotes. Könnte das Blut sein? Vielleicht ist es doch gefährlicher als gedacht. Jede Menge Möwen sind Hallo. Hier. Ich heiße Shay. Ich bin Carl. Nein, warte. Weißt du was? Carol. Ich heiße Carol. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Carol. Oh, ich wollte gar nicht rausgehen. Sorry. Das ist aber nett. Okay. Was machst du? Gönne mir eine Pause von meiner Familie und dieser verdammten Wolke, auf der wir leben. Ich versuche zu angeln, aber es läuft nicht so richtig. Beißen die Fische? Nein. Irgendein Dummkopf hat alle Haken in der Stadt geklaut. Ich habe versucht, aus diesem Kabel einen Haken zu machen, aber das klappt nicht so ganz. Nee, sieht nicht so gut aus. Hast du ein Kabel? Ich habe eine Menge Kabel, aber die gehen alle für diese verflixten Haken drauf. Wir sollten ihr vielleicht einen Haken besorgen. Hast du auf einer Wolke gelebt? Ja, aber das ist nicht so toll, wie es sich anhört. Gefangen in einer flauschigen, weichen Welt, ohne je irgendwo hingehen oder etwas Handfestes tun zu können. Das kann ich nachvollziehen. Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Mock Chartra? Ja, was für ein Glück! Jetzt müssen wir wohl keine Angst mehr haben, dass dieses Ding hier auftaucht und unsere Mädchen frisst. Hast du gesagt, Mock Chartra hat Mädchen gefressen? Bist du sicher, dass er sie nicht gerettet hat? Gerettet? Ha! Vor was? Ihren liebevollen Familien? Na dann viel Glück und Petri Heil, Carol. Ein schlechter Tag beim Fischen ist besser als der beste Tag auf der Wolke. Okay, das ist jetzt natürlich eine traurige Erkenntnis. Er hat sie gar nicht gerettet. Igitt, was ist das für ein Mann, dieses stinkende, widerliche Etwas würde niemals Zutritt zur Bassi Nostra erhalten. Ich liebe es. Geil. Kann man das vielleicht da reinfüllen? Schutz gegen Omikron-Strahlung. Gegen den Gestank von Fischinnereien hilft er aber wohl nicht. Ah, ich liebe das, wenn es so individuelle Dinge gibt, die gesagt werden. Oh. Sir, was? Oh je. Oh je. Sir, ich hoffe doch, Sie tauchen nicht in diese faulige Brühe, um die chemische Komposition zu analysieren. Und nicht, weil Sie davon essen wollen. Nun, es ist sicherlich nicht mehr ganz frisch. Verstanden. Danke für deinen Bericht. Jederzeit, Sir. Okay, vielen Dank. Wahrscheinlich hätten Dieser wir das gar nicht machen brauchen. Graf Scary. Ich frage mich, wo er im Moment steckt und wonach er greift. Ach, wonach greift Grab Scary? Ich glaube nicht, dass er diese Art von Blut benötigt. Ich glaube, da will ich nichts herausfischen. Okay, na dann halt nicht. Wir probieren es zur Sicherheit, weil man kann ja nie wissen. Es kullert hier immer runter. Ich habe da schon gesehen, dass da immer diese Steine runterkullern. Können wir die anklicken? Nein, können wir nicht. Na dann gehen wir einfach nach oben. Und schauen uns dort mal um. Oh, aber es ist natürlich auch spannend, ob wir mit Vella auf die Mama treffen. Meine Güte, hier ist es offenbar heiß hergegangen. Oh ja. Schön abgeschossen haben wir Mock Chartra. Ich kann nicht glauben, dass ich mein ganzes Leben in diesem Ding verbracht habe. Von hier aus sieht es so klein aus. Ich schätze, das ist ein Vulkan. In der Kosmomnipedia des Schiffs sahen sie ganz anders aus. Ich glaube nicht, dass das ein normaler Vulkan ist. Von daher ist es nicht wunderlich, dass es abweicht. Was zum... Dieses Outfit. Operation Löwenzahn. Bist du? Bist du ich in der Zukunft? Bist du ich in der Vergangenheit? Ich kann es nicht glauben, was ich da sehe. Das ist faszinierend. Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt zwei von uns aushält. Ja,
Unsere Eltern würden dem wahrscheinlich zustimmen. Ein Shay reicht völlig. Ja, warte mal, wer ist eigentlich Shay? Hä? Wir sind Shay. Ich heiße Alex und ich wüsste nicht, dass ich jemals Shay genannt worden wäre. Du bist nicht auf der Bassi Nostra aufgewachsen? Nein, ich bin auf der Maloruna aufgewachsen. Oh, dann sind wir also nicht. Nein, ich glaube nicht. Was für eine Erleichterung. Ja, warte mal. Wieso denn eine Erleichterung? Nichts. Ich wollte nur sagen, dass... Nichts. Dass du eine beginnende Glatze hast? Er hat immer so nach oben geguckt, glaube ich, auf die Haare. Und warum bist du so wie ich angezogen? Hast du auch bei der Operation Löwenzahn mitgemacht? Ja, an Bord dessen, was ich für ein Raumschiff hielt. Aber dann ist es abgestürzt und war gar nicht im All. Und dann war plötzlich das zornige Mädchen da und von außen sah mein Schiff wie ein Monster aus. Weißt du, nach dem Absturz sah die Maloruna auch ein wenig seltsam aus, aber ich vermutete, dass es an den leeren Airbags und am Feuerschaden lag. Nun ja, wenn ich nicht aus dem All wäre, würde das meine Reise nach Loruna deutlich vereinfachen. Falls ich dieses Schiff repariert bekäme. Du willst nach Loruna zurück? Von da stamme ich auch. Es hieß aber, dass der Planet stirbt. Ja, aber woher sollen wir wissen, worüber wir sonst noch belogen wurden, wenn sie uns schon eine Reise durchs All vorgegaukelt haben? Mein Schiff ist am Strand abgestürzt. Hast du es nicht gesehen? Oh, das war dein Schiff. Ja, warum? Nun ja, könnte sein, dass ich es zu Fall gebracht habe. Was? Warum? Weißt du, dieses Mädchen Vella wollte das Monster Mok Chotra umbringen. Und nachdem ich ihr was schuldig war... Mok Chotra. Wie willst du dieses Schiff zurück nach Loruna bringen? Nun ja, wenn ich meinen Allführer wieder zum Laufen bekomme, bringt er mich zu einem vorherigen Ziel, solange ich die richtige Melodie in seinen Navigationsspieler komponiere. Navigationsspieler? Du sprichst von deinem Navigationsschal. Navigationsschal? Deine Mutter stand wohl auf Stricken oder so. Meine hatte nur Musik im Kopf. Alles, was wir auf meinem Schiff gemacht haben, handelte von Musik. Das bleibt jetzt unter uns. Aber ich habe von diesem Musikzeug so ziemlich die Nase voll. Hast du Loruna gesehen? Wie sieht's dort aus? Keine Ahnung. Ich wurde auf diesem Schiff geboren und meine Eltern haben mir nie Bilder gezeigt. Angeblich stirbt der Planet. Und warum willst du dann dorthin zurück? Ob er stirbt oder nicht, nach Hause zu kommen klingt ziemlich gut nach 300 Jahren in einer Sandburg. Wo sind deine Eltern? Nach dem Absturz lebten sie noch etwa 20 Jahre lang und starben dann im Abstand von 3 Monaten. Das war einer der Gründe, dass ich in Krysulation gegangen bin. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja noch andere Familienangehörige auf Loruna, wenn ich dort wieder hinkomme. Warum sollten sie uns in Raumschiffe setzen, die gar keine Raumschiffe sind? Nun, wir sollten vermutlich nach einer neuen Heimat suchen. Vielleicht haben wir auch nach etwas ganz anderem gesucht und wussten einfach nichts davon. Hattest du auch einen seltsamen Wolf auf deinem Schiff, der dir sagte, dass du die Schiffssteuerung hacken sollst? Komisch. Ich bekam auch solche Ideen serviert, aber es ist mir zu peinlich zu sagen, von wem. Hä? Wieso? Komm schon. Sag mir, wer dich darauf gebracht hat, das Schiff zu hacken. Ich begann zu halluzinieren, dass mein Cello mit mir sprach. Es lief herum, redete und sagte mir, dass ich gewisse Dinge von meiner Mutter geheim halten sollte. Hatte dein Cello einen Namen? Nun ja, es nannte sich Merrick. Aber weißt du, ich hab mir das alles nur eingebildet. Nein, nein, ich hatte auch einen Merrick. Er wollte, dass wir, Mädchen retten. Oder... fangen. Diese hilflosen Geschöpfe waren... Oh Mann, was bin ich froh, dass ich es nie geschafft habe, eine zu retten. Gut. Oh nein, ich hab daneben geklickt. Halt, ich will das Gespräch noch haben. Brauchst du Hilfe dabei, dein Schiff zu reparieren? Na sicher, Strauchdiebe haben wichtige Teile mitgehen lassen. Nun, vielleicht haben wir ein paar extra Teile auf meinem Schiff. Es ist unten am Strand. Shay, unser Schiff ist zum Leben erwacht und davongeflogen. Wahrscheinlich per Autopilot nach Loruna. Oh nein, bin das... bin das ich? Schon wieder. Bin das ich in der Vergangenheit? Mein Papa, das ist Alex. Er war vor vielen Jahren an der Operation Löwenzahn beteiligt. Ray Walter, freut mich, dich kennenzulernen. Sein Schiff ist ebenfalls hier abgestürzt und jetzt will er zurück nach Loruna. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind in einem Löwenzahnkreuzer aus dem Diamantzeitalter. So einen habe ich noch nie gesehen.
Wenn wir mein Schiff zum Laufen bringen, kannst du gerne mit mir zurückkommen und auf Loruna nach deinem Schiff suchen. Mein Sohn, du hast vermutlich gerade eine Möglichkeit gefunden, deine Mutter einzuholen. Ich könnte da meine spezielle Rumpfreparaturmischung anbieten. Würde dir das weiterhelfen? Na sicher. Ich wette, dass das Fahrwerk meines Babys hinüber ist. Lass mich nur machen. Unten am Strand habe ich einen Behälter mit gutem Starterenzym gesehen. Ja, das ist mein Papa. Cool. Oh, süß. Also, was braucht dein Schiff noch zum Fliegen? Lass mal sehen. Ich brauche immer noch ein Genie in Elektronik und, außerdem muss dein Vater noch die Löcher im Rumpf reparieren. Und außerdem brauche ich noch einen Strahlenschutzanzug. Einen kleinen habe ich. Haben wir noch keine supraleitende Gyroskop-Hypercam und wir müssen noch meinen hochleistungsfähigen Antischwerkraftschubantrieb ersetzen. Sobald wir das alles geschafft haben, können wir abfliegen. Bin dabei. Oh mein Gott, das ist eine sehr lange Liste. Und wer hat deiner Meinung nach dein Schiff geplündert? Ich verdächtige eigentlich die Wachen da draußen. Irgendwas stimmt nicht, so wie die angezogen sind. Da draußen sind keine Wachen. Sie haben sich davon gemacht? Mann. Vor 300 Jahren waren die Leute noch viel professioneller. Das kann ich dir sagen. Und was am Outfit der Wachen hat dich Verdacht schöpfen lassen? Sah es so aus, als würden sie etwas darunter verstecken? Nein, vielmehr, dass sie aus demselben Material gemacht waren wie meine Strahlenschutzvorhänge. Oh. Was ist eine supraleitende Gyro... weiß der Geier? Eine supraleitende Gyroskop-Hypercam. Ein kleines, aber wichtiges Teil für die Schiffssteuerung. Schön. Ich zeichne dir mal eine detaillierte Skizze davon. Ja, cool. Gut. Mal sehen, ob ich irgendwo eine rumliegen sehe. Na, das könnte, glaube ich, schwer werden, welche aber... Welche Art Hilfe brauchst du denn mit der Verkabelung? Ich brauche ein Genie in Elektronik, das in die hintersten Ecken kommt, löten kann und sich auf einen Blick ganze Leiterplatten einprägt. Okay, das bin ich schon mal nicht. Ich finde jemanden für dich. Hört sich an, als würde sich da ein Roboter eignen, oder? Der das irgendwie automatisch machen kann. So, schauen wir uns hier erstmal noch um. Was ist das? Oh, weiß ich nicht. Sieht doch nach einer Kombination aus. War das auch schon... Ich kann mich echt nicht erinnern. Das ist einfach zu lange her. Meine Güte, ich muss mir mein eigenes Let's Play nochmal angucken. Wartet mal, ich mal es nur einmal ab, falls es noch wichtig wird. So. Da. Und dort unten. Und dann in der Mitte. Und in der Mitte. Und dann dort oben. Und das ist aber so leicht verschwommen, ne? Müsste man eigentlich so... Okay. Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe es jetzt aber mal abgemalt, zur Sicherheit. Das können wir uns anschauen. Hey, du hast diese altertümliche Laserspule und den Verstärkerkristall völlig falsch verbunden. Soll ich... Nein, fass bloß nichts an. Das Zeug ist mir ein paar Mal schon fast durchgebrannt und äußerst instabil. Ich kümmere mich bald um die Reparatur davon. Überlass das mir. Schon gut, schon gut. Aber echt, meine Güte. Oh, Mann. Oh, was ist da? Sag mal, wofür ist eigentlich dieser diamantförmige Sockel gut? Sag mal, wofür ist eigentlich dieser diamantförmige Sockel gut? Redest du jetzt nicht mehr mit mir, oder was? Ist ja geil, der antwortet einfach nicht. Das ist aber nicht sehr nett, mein Lieber. Hast du noch ein Gesprächsthema? Also, was braucht dein Schiff noch zum Fliegen? Lass mal sehen. Ah, nee, das ist nochmal das Gleiche. Okay. Dann können wir ja hier wieder lang. Seltsam. Mir kommt es vor, als hätte ich diese Pyramide schon mal gesehen. Und das nicht erst vor einer Minute, als ich reingelaufen bin. Ich meine, wie in einem Traum. Beinahe. Unser Schiff ist wirklich weg. Spurlos verschwunden. Das ist problematisch. Hat sich hier irgendwas verändert? Unser Schiff, es ist wirklich weg. Vielleicht liegt da jetzt aber irgendwas rum. Wo sind die ganzen Seemuscheln hin? Oh, stimmt, das ist ja auch weg. Oh, oh mein Gott, was hat er denn da angestellt? Was soll das werden, Papa? Papa! Papa? Mein Sohn? Immerhin haben wir jetzt einen Plan, nicht wahr, Papa? Nun ja, zumindest einen halben. Wenn unser Schiff per Autopilot auf dem Weg nach Loruna ist und wenn wir Alex' Schiff reparieren können und er uns mitnehmen kann, dann müssen wir nur noch herausfinden, was wir machen, wenn wir dort sind. Richtig. Na, das ist doch kein Problem. Was ist los? Ich habe hier etwas vergorene Biomaterie gefunden. Die perfekte enzymatische Grundlage für meine Rumpfpastenformel. Ah. Es gibt nur ein Problem. Ich kann das Bindemittel erst dazu geben, wenn ich weiß, dass der pH-Wert perfekt abgestimmt ist. Sonst war alles für die Katz. Das können wir doch bestimmt mit unserem Löffel machen. Wie läuft es mit der Rumpfpaste? Sehr gut. Außer,
dass ich die letzte Ingredienz erst dazu geben kann, wenn ich weiß, dass der Bär... Kannst du nicht einfach einen Geschmackstest machen? Meine Geschmacksknospen sind nicht empfindlich genug. Und außerdem habe ich da Gift reingetan. Nun, das macht man, um Raumparasiten davon abzuhalten, die Paste anzuknabbern. Habe ich wohl aus Gewohnheit gemacht. Wie könntest du den pH-Wert denn überhaupt ändern? Ich habe alles Calciumcarbonat, das ich finden konnte, hinzugefügt, um den Säuregrad zu senken und den pH-Wert zu erhöhen, der jetzt so in etwa hinkommt. Aber ich muss sicher gehen, dass der Wert genau bei 7 liegt, bevor ich die letzte Ingredienz hinzufüge. Woher hast du das Calciumcarbonat? Ich habe jede einzelne Muschel am Strand zermahlen. Aber ich fürchte, es ist noch immer nicht genug. Woher bekomme ich mehr Calciumcarbonat? Gute Frage. Wenn ich nur noch eine einzige Muschel finden könnte, würde mir das schon weiterhelfen. Viel Glück, Papa. Okay. Mhm. Dann können wir ja mal, Alex hat diesen Bauplan für eine supraleitende Gyroskop-Hypercam gezeichnet. Wenn ich bloß wüsste, was man damit anfangen kann. Sir, ich hoffe, Sie wollen dieses übel riechende Gebräu nicht essen. Nö. Ich tauche nur deine Zehen darin ein. Aber Sir, ich möchte die Mission nicht in Frage stellen, Sir, aber gab es irgendeinen Grund dafür, mich in diese toxische Brühe zu stecken? Bericht. Die Mixtur hat einen pH-Wert von 12, korrekt. Oh, das ist natürlich viel zu hoch. Wir brauchen 7, oder? Also wir müssen ihm wahrscheinlich Muscheln bringen, damit er das beeinflussen kann. Achso, der Raumanzug, den habe ich gar nicht angeboten. Das wollte ich ja noch machen. Bevor ich das vergesse, gehe ich da nochmal kurz hin. Vielleicht finden wir ja jetzt am Strand da einfach irgendwo was rumliegen. Mal gucken, was er dazu sagt, zu dem Anzug. Vielleicht hilft das ja schon. Ich hätte so viel aus unserem Schiff mitnehmen können und nun habe ich einen nutzlosen Babystrahlenschutzanzug hier. Mal gucken. Brauchst du einen Strahlenschutzanzug? Ja, aber der ist etwas zu klein für mich. Ja, naja, habe ich mir schon gedacht. Du hast ja auch keine Größe angegeben. Ja, tut mir leid. Ich brauche ein wenig mehr als Kindergröße. Alles klar, jetzt weiß ich's. So leichte Aggressionen zwischen den beiden, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt weiß ich's. Alles in Ordnung. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal an den Strand. Da unten gibt's nur Sand. Oh, okay, alles klar. Vielleicht ist bei ihm noch eine Muschel. Aber ich würde sagen, dass wir zumindest noch mal kurz rüber wechseln zu Vella. Dass wir da auch noch mal ganz kurz uns hier umschauen, bevor die Folge zu Ende ist. Ja, dann gehe ich hier mal rein, würde ich sagen, ne? Schauen, was da so ist. Ich kann mich nicht mehr genau an das Layout erinnern des Raumschiffes. Oh nein. Ui! Wir bewegen uns. Das bedeutet, dass ich Mok Chotra wieder zum Leben erweckt habe. Tja, bist du nicht auch gut. Ein Gefangener von Mok Chotra? Du bist wohl eine Maid aus der Welt der Sechsecke. Keine Sorge, kleines Sechseckmädchen. Ich finde die anderen Maiden und dann verschwinden wir alle von hier, klar? Oh, das ist ja voll niedlich. Das sieht gar nicht sicher aus. Nee, das finde ich auch. Könnten wir bestimmt was mitmachen. Oh, okay. Vielleicht auch nicht. Ah, war das nicht... Oh je, ich weiß es nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Warnung. Gegenstände, die in den Milchschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Krass. Das könnten wir aber auch ausnutzen, ne? Dieser Auslöser dient nur der Warnung. Gegenstände, die in den Milchschlucker... Okay. Was ist denn hier drin gewesen? Hallo? Dieses Kämmerchen scheint zu schlafen. Da bricht ja alles auseinander. Ganz gefährlich ist das hier. Was ist hiermit? Ist das ein Zug? Die Tür geht nicht auf. Hier muss was repariert werden. Ah, hier geht's aber weiter. Gut. Hätte mich jetzt auch gewundert. Mann, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Vielleicht lebt Mok Chotra ja wieder. Nun ja, so gut sieht er nicht aus. Oh, voll am Weinen. Offenbar ist etwas Schreckliches hier drin. Aber was? Die Tür geht nicht auf. Wenn ich nur wüsste, wie man sowas repariert. Vielleicht können wir es hiermit aufstemmen? Könntest du diese Tür aufbrechen, Dutch? Tut mir leid. Wenn sie versperrt sind, kann nur Mama sie öffnen. Sie ist das Gehirn der ganzen Operation. Die Intelligenz, was? Kannst du mich dorthin bringen?
So viel verrate ich. Du bist schon näher dran. Okay. Also nicht mehr sehr weit scheinbar. Das sieht gar nicht sicher aus. Oh, was ist das? Ist das wie Müll? Oh, oh, das hat sie ja problemlos zur Seite geschoben. Und was ist hiermit? Da haben sie vermutlich wohl Sachen geschmolzen. Ja, oder sowas. Sieht aus wie abgesperrt oder so. Da bricht ja alles auseinander. Oh, die Arme. Das sieht gar nicht sicher aus. Okay, ich glaube, dann gehe ich mal weiter durch. Ah, sind wir jetzt nicht schon... Ja, genau. Ah, dieser Kontrollhalle. In der Höhle des Monsters. Beziehungsweise Schiff. Ob Monster oder Maschine, ich habe es schon vorher zu Fall gebracht. Von innen sollte es noch einfacher sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Was ist hiermit? Geht nicht auf. Voll viele Türen gehen sowieso gar nicht auf. Das sieht gar nicht sicher aus. Kommt man da unten rein? Abgeschlossen. Wenn ich die Intelligenz dieser... Da bricht ja alles auseinander. Abgeschlossen. Wenn ich die Intelligenz dieser Operation finden könnte, dann kann ich vielleicht alle Türen öffnen. Mal schauen, ob wir Mama hier erreichen. Ist das die Intelligenz? Sieht wichtig aus, aber irgendwie auch unecht. Wahrscheinlich eine Attrappe. Nee. Im Ernst? Wen wollen Sie mit diesem Kinderkram reinlegen? Oh, voll gemein. Er ist drauf reingefallen. Aber er kennt ja auch nichts anderes. Wir sind gar nicht im Weltall, Dutch. Das wusste ich. Schließlich habe ich auch das Schiff zum Absturz gebracht. Erinnerst du dich? Nein, ich habe es zu Fall gebracht. Aber lass uns nicht streiten. Bringen wir es gemeinsam noch einmal zu Fall. Solange ich Dinge zerschneiden kann, bin ich dabei. Dafür werde ich sorgen. Da geht's auch weiter. Hui. Ah, da ist die Essenshalle. Kommt man da rein? Och Mann, ich wollte doch zum Essen. Ich kann da draußen nichts erkennen. Okay, da kann man auch nichts. Was ist das denn? Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Ich heiße Vella Tartin und bin hier, um dich auszuschalten. Hast du Martin gesagt? Ist das eine deiner Witze, Shay? Betriebstechnik, nur eine routinemäßige Wartung. Betriebstechnik? Wovon sprichst du? Bist du das, Shay? Ja, ich bin's, Shay. Wirklich? Bist das wirklich du, Shay? Ja. Deine Stimme hört sich so seltsam an. Ich bin's. Erkennst du mich etwa nicht? Nun, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ich wurde verletzt. Deswegen klingt meine Stimme so komisch. Oh, das hört sich ja schrecklich an. Wenn es denn wahr ist. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Na schön, ich bin nicht Shay. Was? Willst du etwa ein grausames Spiel mit mir treiben? Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Oh je, das ist aber verwirrend. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Das Schiff brennt. Du musst hier raus. Ich weiß, dass das Schiff brennt, deswegen bleibe ich auch in diesem feuersicheren Raum, bis ich herausfinde, was zu tun ist. Wer ist das? Ist das Morg Chotras Gehirn? Den Zug abschalten? Ich habe jeglichen Kontakt zum Zug verloren. Alles in Ordnung. Du kannst jetzt rauskommen. In Ordnung? Hast du Witze? Kannst du diese Tür öffnen? Ich könnte, aber das tue ich nicht. Nicht, bis ich weiß, wer du bist. Irgendwie müssen wir sie davon überzeugen, dass wir Shay wären. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir das hinbekommen, aber irgendwie müssen wir das hinbekommen, auf jeden Fall. Na gut, ihr Lieben, dann freue ich mich schon auf die nächste Folge von Broken Age und würde sagen, ja, mal schauen, was dann passiert. Also, dann bis dann. Ciao, ciao.